Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei VF Reinigungstechnik. Im heutigen Video geht es mal darum, wie eure Gardiner Teleskopstange denn eigentlich bei euch zu Hause ankommt, wenn ihr euch sowas bei uns im Shop bestellt. Ihr seht dort mal den Lieferumfang, was ist alles dabei, wie ist sie verpackt. Wir sprechen auch mal über das Thema Versand. Ja, und dann schauen wir einfach mal rein. Ich habe mir hier eine CLX 18 bestellt, steht neben mir. Packe ich mal auf den Tisch. Ist natürlich ein 2 Meter großes Sperrgutpaket. 2 Meter groß deshalb, weil wir uns die ganz vielen verschiedenen Kartongrößen sparen wollen und wir bis zu 2 Meter lange Stangen haben. Das heißt, wir haben uns auf einen Karton fokussiert. Dann ist es mit dem Versand einfacher, weil sich auch die Dienstleister darauf einstellen können. Und das ist für uns eben dann ja, deutlich entspannter. Deswegen, auch wenn ihr eine kleine Stange bestellt, kriegt ihr einen großen Karton. Versandkosten sind eh immer die gleichen. Von daher kein Problem. So, das Ganze ist eingepackt in einem dickwandigen Karton, ja, damit das Ganze gut geschützt ist. Versenden tun wir mit UPS. Ja, UPS sind da gerade bei langen Paketen deutlich besser als andere, gehen deutlich besser damit um, sodass eure Stange eben heile bei euch zu Hause ankommt. So, ich schneide das mal auf hier und dann schauen wir mal rein. Ich fahre den Tisch mal hier ein Stück runter. Ich habe nämlich jetzt einen höhenverstellbaren Tisch hier. Mensch, was für ein Luxus. Tada, und dann seht ihr auch mal, wie es drin aussieht. Ich packe es extra mal zu euch aus. Wir verwenden als Füllmaterial Pappe, haben wir uns da gesagt, komm, wir verzichten da größtenteils auf Plastik, was so große Mengen angeht. Dann nehmen wir eben geschredderte Pappe, das sind tatsächlich alte Kartons von uns, also da bestellen wir auch nichts, da verwerten wir einfach unsere alte Ware, die wir hier ankriegen. Denken, das ist eine ganz, ganz gute Lösung, die man so auf jeden Fall machen kann. Stange ist gut geschützt, altes Material wird verwendet, ihr könnt es in den Pappenmüll schmeißen, habt nicht Unmengen an Plastik zu Hause. Win-win für alle, würde ich sagen. So, dann hole ich das jetzt einmal raus. Das Schöne ist bei dieser Pappe, man sieht das ganz gut, die hängt schön aneinander. Ja, das ist nicht also so ganz viele kleine Fisseln, nein, die hängt aneinander, weil sie auch an einem Stück geschreddert ist. Dann könnt ihr sie so in den Müll tun, ohne dass ihr da die ganze Wohnung oder euer Lager voller Schnipsel habt. Ich räume einmal alles aus und dann schauen wir mal, was drin ist. So, da haben wir einmal auch den kompletten Lieferumfang. Wir können einmal anfangen, das hier ist der Schlauch. Der Schlauch ist immer 3 Meter länger als die Teleskopstange voll ausgefahren. Das heißt, ganz einfach erklärt, bei einer 10 Meter Stange ist der Schlauch 13 Meter. Der ist nur für die innenliegende Führung der Stange gedacht und nicht um den endlos quasi zur Wasseranlage zu verlängern. Am anderen Ende hier, man sieht das mit einem Gardena-Männlich-Anschluss, könnt ihr also an alle handelsüblichen Gardena-Kupplung anschließen. Dann habt ihr eine normale Standard 26 cm Bürste dabei. Standard hört sich immer so an, als ob man die gleich in eine Tonne tun kann. Das ist in dem Fall nicht so. Wir haben einfach gesagt, wir nennen einfach die mittelharte Superlight Bürste von Gardiner Standardbürste, weil es die Bürste ist, die beispielsweise auch unsere Jungs am meisten verwenden. Ja, und auch für uns, für ich sag mal 80-90% der Einsatzzwecke völlig ausreichend ist. Deswegen gibt es die Standardbürste dabei, ist keine Standardbürste, wie man Standardzubehör kennt, sondern könnt ihr sehr gut mitarbeiten. Dazu gibt es dann noch unseren Knickwinkel mit einer Anleitung und einem Kugelschreiber. Ich packe das Ganze gerade mal aus, knistert jetzt ein bisschen. Ist hier in so einer Klebefolie. Bedeutet, wir haben unseren Standard-Knickwinkel dabei mit dem patentierten Vierkantsystem, dass ihr die Bürste also einmal waagerecht, zack, und einmal eben senkrecht, also so, montieren könnt. Also seid ihr für alle Einsatzzwecke gewappnet. Das Ganze kann sich nicht verdrehen. Ihr könnt das hier auch noch stufenlos einstellen. Das heißt, da seid ihr sehr gut mit aufgestellt. So, dazu gibt es dann noch eine Bedienungsanleitung für die Gardiner Stangen. Da steht was zum Thema Pflege drin, da steht was zum Thema Erstmontage drin. Auch der Lieferumfang ist nochmal aufgelistet. Garantie, Fragen zur Stange. Also hier ist wirklich einmal alles dabei. Kann man sich auch durchlesen, ist nicht zu lang. Ihr seht das, ne? Da kann man ruhig mal reingucken. Das schadet mit Sicherheit nicht, auch wenn man das vielleicht den Mitarbeitern mal in die Hand gibt. Hier, lest das auch mal durch. Das ist also dabei. Dann hier noch ein kleiner Flyer für Software. Kugelschreiber. Ein Katalog von uns, ja, immer wichtig, so einen Katalog zu haben, dann seid ihr mal up to date, was es so gibt. Und natürlich zu guter Letzt die Teleskopstange, in diesem Fall eine CLX 18, hier schön eingepackt in Folie. Die hole ich da jetzt mal nicht raus, weil die ist ja original verpackt und die werden wir auch noch so verkaufen. Aber um die Stange geht es ja heute nicht, sondern nur um den Lieferumfang, den ihr bekommt, wenn ihr bei uns eine Gardiner Stange im Onlineshop bestellt oder hier vor Ort abholt. Ja, und so sieht das Ganze aus. Das ist alles, was dabei ist, alles, was ihr zum Arbeiten benötigt. Ihr braucht quasi nur noch Reinwasser und dann könnt ihr im Grunde loslegen. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich und abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.